Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der lustigsten Behind-the-Scenes-Fakten über die schlimmsten Filme. No, I'm not from around here. I was abandoned. All I want to know is where are my children. I couldn't agree with you more. In dieser Liste schauen wir uns die lustigsten Geschichten über die Produktion von schrecklichen Filmen an. Was ist der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Irreführende Werbung. The Hottie and the Naughty. Wir sind uns alle einig, dass dieser Film nicht wirklich gut war. Bei einem Titel wie The Hottie and the Naughty ist das auch keine Überraschung. Mit mageren 6% auf dem Tomatometer ist der Film mit Paris Hilton als Hottie in der Hauptrolle. June and I don't get much action, so we take what we can get. Sie ist auf der Suche nach einem potenziellen Partner für ihren Freund, den Naughty. Es war abzusehen, dass der Film nicht gut ankommen würde. Als der Film in Großbritannien veröffentlicht wurde, griff das Plakat zu einer ziemlich irreführenden Werbung. What am I supposed to do? Pretend they're all blind? Dort stand, dass er die Nummer 1 der Filme ist. Aber wenn man etwas genauer hinsieht, sieht man, dass das Kleingedruckte das scheinbare Lob ergänzt. Auf IMDb's letzten 100. That's so sneaky. Nummer 9. Dem Internet die Schuld geben. Kirk Cameron's Saving Christmas. Niemand hat Kirk Cameron auf die Grundregel des Internets hingewiesen. Versuche nie, die Truppen zu versammeln. Der Film folgt Cameron, einem glaubwürdigen Christen, bei dem Versuch, die Stimmung seines Schwagers zu heben, indem er das Christentum wieder in das Weihnachtsfest einführt. Guess what? Everything you see inside there, it's all about Christmas. It's all about Jesus. Bei seiner Veröffentlichung wurde der Film jedoch auf breiter Front verrissen. Anstatt sich damit abzufinden, forderte der Schauspieler auf seiner Facebook-Seite seine Fans auf, die Tore von Rotten Tomatoes zu stürmen, um die Bewertung des Filmes zu verbessern. Do I need to break some legs? Is he not treating you right? No. Because I'll take him out in the back right now. Das ging natürlich nach hinten los und führte dazu, dass die Internetnutzer Saving Christmas nur noch mehr zerrissen. Im Gegenzug machte Cameron Hasser und Atheisten für die schlechte Kritiken verantwortlich. Unnötig zu sagen, dass Weihnachten in diesem Jahr nicht gerettet wurde. Maybe we need a word from the outside. A voice. Someone who can remind us of the true meaning of Christmas. Nummer 8. Fake Sequel. Troll 2. Der katastrophal schlechte Troll 2 hieß ursprünglich Goblins. Schließlich kommen darin Kobolde vor, aber keine Trolle. Die Geschichte, die zu dieser Änderung geführt hat, ist mehr als interessant. 1986 kam der Horrorfilm Troll in die Kinos, der überwiegend negative Kritiken erhielt. Ein paar Jahre später beschloss der italienische Regisseur Claudio Fragasso, einen englischsprachigen Film zu drehen, obwohl er die Sprache nicht fließend beherrschte. Das Drehbuch war in gebrochenem Englisch verfasst, die Schauspieler waren unerfahren und es handelte sich sicherlich nicht um eine High-End-Produktion. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, war das Ergebnis ziemlich schlecht. Um Geld zu verdienen, wurde der Titel geändert, um Troll-Fans anzulocken, obwohl er nichts mit dem Film von 1986 zu tun hat. Wie bereits erwartet, hat das nicht funktioniert. They're eating her. And then they're going to eat me. Oh my God! Nummer 7. Bedenken bei der Umstellung. Battlefield Earth. Es gibt unzählige Geschichten über diesen Film und das, was ihn so schrecklich machte. Ein Problem war die Tatsache, dass er auf einem Buch von L. Ron Hubbard basierte, dem Science-Fiction-Autor, der Scientology gegründet hat. What do you know about gods? We have seen gods. Rock and die both. You lying thieves. John Travolta, der die Hauptrolle in dem Film spielt, ist seit Jahrzehnten ein bekannter Scientologe. In einer bizarren Aktion beschloss der Schauspieler während der Werbung für den Film, Exemplare des Romans des Gründers für seine Fans zu signieren. Everything you humans knew is here. And you can look at anything you want. Because there is nothing that will help you. Dies trug zur Sorge bei, dass das Projekt nur dazu diente, für Scientology und ihre Lehren zu werben. Viele warfen dem Film sogar unterschwellige Botschaften vor. Wie sich herausstellte, war der Film so schlecht, dass er Scientology wahrscheinlich mehr geschadet als genutzt hat. Nummer 6. Selbstisolierung. Fantastic Four. Es gab schon mehrere Versuche, Marvels erster Familie auf Leinwand gerecht zu werden. Beim Fantastic Four Film von 2015 übernahm Regisseur Josh Trank das Ruder.
The only shot we've got is on the other side of that gate. Berichten zufolge war er am Set ziemlich isoliert und kapselte sich sogar in einem Zelt ab, das er um seinen Monitor herum aufbaute. Aber das ist noch nicht alles. Quellen am Set behaupteten, dass Trank, wenn er tatsächlich mit Darstellern interagierte, sein rigider Regiestil, der den Schauspielern vorschrieb, wann sie zu blinzeln und zu atmen hatten, zu einigen ziemlich leblosen Darbietungen führte. We can help you, Ben. But you need to help us too. Vielleicht solltest du beim Schreiben bleiben, wenn du so ein Einsiedler bist. Gotta say, it's fantastic. Nummer 5. Unpraktische, praktische Effekte. Die Schmuddelkinder. 1985 brachte die Topps Company die Schmuddelkinder-Sammelkarten heraus, die die beliebten Cabbage Patch Kids parodierten. Ihr Erfolg veranlasste einen Filmemacher dazu, aus einem Stapel von Aufklebern und Karten einen Film zusammenzuschustern. My God, it's Cousin Charlie! Es überrascht nicht, dass der Film ein Flop wurde, denn er war voller Probleme. Und eines davon waren sogar die praktischen Effekte bei den Schmuddelkindern selbst. Vor allem ihre Gesichter wirkten starr und leblos. William Butler, ein Mitglied des Special Effect Teams, erklärt, was schiefgelaufen ist. Get away from my clothes! Die Verwendung von Acrylfarbe, die schnell fest wird, führte zu Rissen und Spalten in den Puppenköpfen. Außerdem erinnerte sich der Schauspieler Kevin Thompson an die strikte Begrenzung auf einen Kopf pro Schmuddelkind. Stil und Komfort wurden eindeutig geopfert, um Produktionsverzögerungen zu vermeiden. Aber zu welchem Preis? Oh, Mandy, totally uncool. Nummer 4. Es gab eine Menge Kürzungen. Die Legende von Aang. Dieser Film taucht immer wieder in den Listen der schlechtesten Filme auf und unsere macht da sicher keine Ausnahme. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum er allgemein gehasst wurde, aber wir konzentrieren uns auf den Schnitt. In letzter Minute wurde beschlossen, den Film in 3D zu zeigen, was dazu führte, dass bestimmte Aufnahmen und Szenen vereinfacht werden mussten. Und nicht nur das. Der Film wurde noch einmal in den Schneiderraum geschickt, um eine Reihe von wichtigen Kürzungen vorzunehmen. Das Ergebnis war eine Fülle an gestrichenem Material und eine Geschichte, die viele Kritiker nicht überzeugend fanden. Auch die Fans waren extrem enttäuscht und viele forderten die Veröffentlichung der erweiterten Fassungen des Films. Der Regisseur hat die Legende von Aang oft verteidigt, aber die öffentliche Meinung ist weitgehend unverändert geblieben. You're not still upset? Not as much as I was. Nummer 3. Das Haus, das der Weiße Hai gebaut hat. Der Weiße Hai 4, die Abrechnung. Viele Schauspieler machen Filme nur wegen der hohen Gage. Normalerweise lassen sie es aber nicht jeden wissen. Michael Caine war das offenbar egal. Er hat sogar offen zugegeben, dass ihm der Weiße Hai die Abrechnung nicht viel bedeutet. I said, I haven't seen it. I said, but I've seen the house it bought my mother and it's marvelous. Man sollte meinen, dass er verbittert wäre, da der Produktionsplan des Films ihn angeblich daran hinderte, seinen Oscar für Hannah und ihre Schwestern persönlich entgegenzunehmen. Aber Caine schien damit zufrieden zu sein, einfach nur seinen Gehaltscheck abzuholen. Hang on to your socks, lads. Er wurde als kleiner Lichtblick in einem ansonsten schrecklichen Film bezeichnet. Aber alle Kopien von Der Weiße Hai, die Abrechnung, sollten wahrscheinlich an echte Haie verfüttert werden. Bloody hell. Get us started. Double the breath on that thing. Nummer 2. Tommy Wiseau gibt ein Vermögen aus. The Room. Wenn man ein Drehbuch an Paramount schickt, in der Hoffnung auf einen Vertriebsvertrag, antworten sie normalerweise nicht sofort. Doch es dauerte nur 24 Stunden, bis Tommy Wiseau's The Room ein großes Nein erhielt. Noch schockierender als das ist, dass Wiseau 6 Millionen Dollar in den Film gesteckt hat. Oh, hi Mark. Wo das Geld geblieben ist, fragt ihr euch? Er kaufte Ausrüstung, die er auch hätte mieten können, drehte den Film mit 2 Kameratypen gleichzeitig und setzte mehrere Zweitbesetzungen ein. Greg Sestero erinnerte sich in seinem 2013 erschienenen Buch an die unkonventionelle Art und Weise, wie er die Rolle des Mark bekam. Ein anderer Schauspieler war bereits im Gespräch, aber Wiseau wollte Greg. Anstatt den ursprünglichen Mark zu feuern, taten sie so, als würde Sestero für eine Probeaufnahme filmen. Yeah, man, you never know. People are very strange these days. Wir können hören, wie sich die Dollarzeichen summieren. You are tearing me apart, Lisa! Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Der Butthole Cut. Cats.
Die Informationen hier sind ein wenig aus zweiter Hand, aber genießen wir ihre lustige Plausibilität. Now for the icing on the cake. Im Jahr 2020 fragt ein Autor auf Twitter nach einem Buch über Cats und bekam einige interessante Antworten. Die wichtigste davon war die Geschichte von dem Butthole Cut, die genau das ist, wonach sie klingt. Offenbar gab es einen Mitarbeiter für die visuellen Effekte, der die wichtige Aufgabe hatte, hunderte von Katzenhintern aus dem Film zu entfernen. Kennt ihr das, wenn euch eure Katze ihren Hintern ins Gesicht drückt? Wie würde es euch gefallen, wenn Dame Judi Dench das tun würde? Was that? Ever a cat so clever. Der Film soll auch eine Szene herausgeschnitten haben, in der eine Katze in einer Position uriniert, die wenig der Fantasie überlässt. You should need no interpreter to understand our character. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.